Am 1. August 2015 war es einmal wieder soweit. Unterstützt von Chantal Quad in Mühldorf bei Feldbach hatten die Quad-Freunde Neusiedl zu ihrem mittlerweile 11. Südburgenland-Quad-Treffen gerufen und rund 50 Begeisterte aus Süd- und Ostösterreich fanden sich bei der Uhudler-Schenke Petö in Zahling ein. Wie im Südburgenland gewohnt, war es ein Quad-Treffen für Jung und Alt und das ist bei den Quad-Freunden Neusiedl wörtlich zu verstehen. Jetzt erzählst mal du, wie alt das ist. 12 Monate, jetzt nächste Woche. Unterstützt wurde auch das heurige Quad-Treffen Neusiedl wieder von Chantal Quad ATV. Der Quad-Händler in Mühldorf bei Feldbach ließ vor allem die beiden Stunt-Piloten Bernhard Falk und Gerald Hardold antreten. Deren Shows begeisterten nicht nur den Nachwuchs, auch wenn insbesondere Gerald mit ganz merkwürdigen Quads antrat, denen zwei Räder fehlten. Jetzt erzählst du mir, was für Geräte du alle fährst. Ich fahre eigentlich alles mit Rumpf. Zweimal Street-Triple mit einem AP. Leistungen? Ja, drum ca. 120 PS und AP 150 PS. Wie lange fährst du schon Stunt? Ich fahre eigentlich seit dem 7. Lebensjahr mit Motorrad, jetzt bin ich 35. Bernhard Falk immerhin präsentierte auf der Show garstige Tricks auf einem grimmigen Vierzylinder-Pimp. Na, das musste doch einfach mal gesagt werden. Neben Bespaßung vor Ort stand ansonsten eine Ausfahrt durch das Südburgenland und die angrenzende Steiermark auf dem Programm. Bei hochsommerlichem Wetter tourte der Tross über die Therme Leupersdorf nach Jennersdorf, Mogersdorf, Heiligenkreuz und schließlich über den Uhudlerweg Eltendorf wieder retour nach Zahling. Insgesamt war es einmal wieder ein feines Quad-Treffen im Südburgenland, sodass sich die Teilnehmer schon wieder auf den Sommer 2016 in Zahling freuen.